Land Isfahan und Provinz Isfahan. Die Provinz Isfahan ist mit 5,2 Millionen Einwohnern die drittgrößte Provinz im Iran. Die Hauptstadt dieser Provinz heißt auch Isfahan und hat über 2 Millionen Einwohner. Diese Großstadt ist die viertgrößte Stadt des Landes. Erste ist Teheran, zweite ist Mashhad, dritte ist Karaj und vierte, knapp hinter Karaj, ist Isfahan, Stadt Isfahan. Und diese Stadt, das Land liegt im Zentral-Iran. Mit mehreren Autobahnen und Schnellstraßenanschlüssen hat Isfahan eine relativ gute Infrastruktur. Sie hat einen internationalen Flughafen, auch Direktflüge von Europa nach Isfahan ist möglich. Und ist an der iranischen Eisenbahn sehr gut angeschlossen. Es gibt drei Metrolinien, die seit vielen Jahren im Bau sind. Bisher ist nur eine Strecke befahrbar, die soll allerdings noch erweitert werden. Isfahans Bewohner sind von der Schönheit ihrer Stadt so stark überzeugt, dass sie ihre Stadt mit der Hälfte der Welt vergleichen. Diese alte Stadt ist tatsächlich auch sehr schön. Historisch gesehen hat Isfahan drei Epochen in seiner Entwicklung. Isfahan gab es bereits vor der achämenidischen Dynastie, das war 559 bis 330 vor Christus, als eine große grüne Oase. Die Stadt gewann im Laufe der tausendjährigen Entwicklung an Bedeutung, wurde größer und entwickelte sich zu einer der wichtigsten Garnisonsstädte Persiens. Deshalb hieß sie damals Sepahan, das heißt auf Persisch Truppenort. Nach dem arabischen Überfall und der Islamisierungsphase wurde sie vor allem im 10. und 11. Jahrhundert für ihre schönen Moscheen und die Qualität ihres Textilhandwerkes bekannt. Nach der Erstürmung von Isfahan durch die mongolischen Kriege wurde die Stadt geplündert und zerstört. Der Aufbau ging schleppend voran und den besonderen Glanz wie vor dem Mongolenüberfall bekam die Stadt zunächst einmal nicht mehr wieder. 1501 kamen die Safaviden an die Macht. 1598 wurde Isfahan unter Schah Abbas I. die Hauptstadt von Persien. Dafür holte er tausende Handwerker und Künstler aus dem gesamten Land, vor allem aus Khorasan, um diese prachtvolle neue Hauptstadt zu bauen. Unter ihnen waren auch hunderte armenische Handwerker aus dem Nordwesten des Landes. Die Armenier blieben später mit ihren Familien in Isfahan, bekamen einige Privilegien und wurden schließlich dort sesshaft. Zusätzlich belebten umgesiedelte armenische Händler die Handelsbeziehungen zum Ausland. Es stand schließlich eine größere armenische Gemeinschaft in der Stadt. Es existiert noch heute ein Viertel für mehrere tausend Menschen mit christlichem Glauben. Die Anzahl ist in den letzten 40 Jahren allerdings durch Auswanderungen stark geschrumpft. Insgesamt gab es 30 Kirchen in Isfahan. 12 von ihnen existieren immer noch und werden benutzt. Und als letzter Beitrag, dann habe ich hier auch praktisch einen Bildervortrag sozusagen über alle historischen Gebäude in dieser Stadt, die unter UNESCO-Schutz sind. Und das ist Frau Andrea Röschke. Ich bitte Sie hier. Ich danke. Erstmal ganz herzlich im Namen des Hafez-Instituts, das in Berlin seinen Sitz hat und sich natürlich auch auf die Fahnen geschrieben hat, unsere beiden Kulturen, Deutschland und Iran, miteinander zu verbinden, miteinander bekannt zu machen. Ja, am Anfang wurde gesagt, man kann nicht über Isfahan reden, wenn man nicht in Isfahan war. Das ist wohl auch so. Wir waren im Zeitraum von 2008 bis 2015 fünfmal in Iran, davon viermal in Isfahan. Und ich kann wirklich bestätigen, dieses persische Sprichwort Isfahan Nesfit Jahan, Isfahan ist die Hälfte der Welt. Isfahan ist wirklich eine der schönsten Städte, die ich je gesehen und erlebt habe. Isfahan ist, das haben wir eigentlich schon gehört, die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz im Iran und hat
ist mit etwa 2 Millionen Einwohnern eine der größten Städte Irans. Seine Glanzzeit erlebte Isfahan unter der Dynastie der Safaviden, die 1598 Isfahan zu ihrer Hauptstadt machten und durch zahlreiche Prachtbauten und Gartenanlagen verschönten. Die Stadt liegt in Zentral-Iran etwa 400 Kilometer südlich der Hauptstadt Teherans auf einer Seehöhe von etwa 1500 Metern und eben in einer Flussoase im fruchtbaren Tal des Flusses Sariat Rud, den wir in diesen viermal im Iran mal mit Wasser, mal ohne Wasser, mal mit Wasser gesehen haben. Am Rande des Sakusgebirges. Im Süden und Westen der Stadt erheben sich die Bahriari-Berge und im Norden und Osten erstreckt sich die iranische Hochebene, die in dann die großen Wüsten übergeht. Wie angekündigt, gehen wir auf die wirklichen Sehenswürdigkeiten Isfahans ein. Der Medan-e-Imam, früher Medan-e-Nahr-Shahan, ist über 500 Meter lang und etwa 150 Meter breit und wird mit doppelstöckigen Arkaden eingefasst. An jeder Ecke ist er mit einem Gebäude geschmückt, mit den Prachtmoscheen Majed-e-Imam und Lotfala und dem Palast Al-Kabu, der hohen Pforte. Und am nördlichen Ende schließt sich der Bazar an. Dieser Bazar gehört auch zu den größten Sehenswürdigkeiten des Vorderen Orients. Er ist weltweit der größte Platz seiner Art und zählt, wie auch seit 2012, die viel ältere Freitagsmoschee von Isfahan zum UNESCO-Weltkulturerbe. Gegenüber der Hohen Pforte und dem königlichen Palast liegt im Osten des Platzes die farbenprächtige, blaumündige Eingangsportal der Schäfer der Lotfala-Moschee. Die Moschee mit ihren einfarbigen hellen Kuppeln und dem kostbaren Kieselkleid ist innen und außen mit kostbaren Karten geschmückt. Je nach Lichteinfall changieren die Kuppelfliesen von rosa bis beige bis ins Karamellfarben. Bis zur Errichtung der Königsmoschee wurde sie vom Schah und seiner Familie benutzt. Sie ist durch einen unterirdischen Gang unter dem Medan-e-Imam mit der gegenüberliegenden Hohen Pforte verbunden, um die weibliche Angehörige der königlichen Familie vor Fremdenblicken zu schützen. Die Königsmoschee wurde wie der Platz selbst nach der Islamischen Revolution zu Ehren von Ayatollah Khamenei umbenannt und heißt heute offiziell Masjid-e-Imam, also Imam-Moschee. Die Moschee wird als Meisterwerk islamischer Baukunst angesehen und besticht ihre himmelblaue Zwiebelkuppel und ihre reichen Mosaikarbeiten auf dem Portal. Gebetshallen in der Rettung und Arkade. Flankiert wird sie von zwei schlanken türkisfarbenen, etwa 50 Meter hohen Minaretten, die mit 26 Meter hohen Türmchen des Eingangsportals ähneln. که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای Der Name Ali Kabu, also Hohe Pforte, bezieht sich auf den Durchgang mit seiner Mitte in Form eines gewölbten Gebäudes, zu dem ausgedehnten, sich direkt hinter dem Masjid-e-Imam erstreckenden Gelände führt. Auf der Vorderseite wurde über der zweiten Ebene eine Aussichtsplattform errichtet, die von 18 Säulen aus Zedern und Holz umrahmt zu einer das dritte und vierte Stockwerk umfassenden offenen Säulenhalle unter einem interessanten Flachdach gestaltet wurde. Eine weitere Sehenswürdigkeit in Isfahan ist der 40-Säulen-Palast, der Tahrir Sultan. Er gehört zu den schönsten Beispielen safavidischer Architektur, unter anderem, weil er neben dem Hecht-Palast zu den wenigen gehört, die noch von einer einzigen Gartenanlage umgeben sind. Neben einer Veranda mit 20 Säulen aus Zypressenholz, die sich im Becken spiegeln, gibt es einen Spiegelsaal und zahlreiche Fresken mit Darstellungen vom Leben am Hofe der Safaviden und historischen Ereignissen.
سبزی صد چمن سرخی خون من سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته. Dieses Symbol ist ein zweischiffiges Viadukt, konzipiert als Ziegelbau auf Steinpfeilern. Sie ist 290 Meter lang und besteht, wie der Name sagt, aus 33 Bögen. Der Hauptverkehrsweg wird zu beiden Seiten von überdachten Arkaden eingefasst. Ein weiterer Anziehungspunkt sind die aufwendig gestalteten Brücken der Stadt, zu denen bekanntesten gehört die 33 Bogenbrücke, die wir schon hatten, und die Kanschu-Brücke. Diese Brücke wurde um 1650 auf Befehl des Safaviden-Schahs Abbas II. Auf den Fundamenten einer älteren Brücke aus der Timuriden-Zeit errichtet und nach einem nahegelegenen Stadtviertel benannt. Sie führt über den Sayan-Rund und verbindet zwei Stadtteile Isfahans. Sie ist zweistöckig und hat 23 Backsteinbögen و از تا راج خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو به من Eine frühere Karawanserei aus der Zeit der Safaviden wurde zur Zeit des letzten Schahs Muhammad Reza Pahlavi zum Hotel Shah Abbas, heute Hotel Abbasi, umgebaut, das mit einer prunkvollen Ausstattung und der architektonischen Gestaltung zu den schönsten und eindrucksvollsten Bauwerken der Stadt gehört. Also man kann auch als Tourist und Gast in das Abbasi gehen, in diesen Park, in dieser Parkanlage, Tee trinken, essen, sich erholen. Der Unterschied zur Temperatur außerhalb dieser Gartenanlage, das merkt man schon durch diese Wasserspiele. Ausgesprochen angenehm, Leute, aber sie. So, wie geht's jetzt weiter? Und es macht wirklich riesen Spaß, da drin zu wandeln und zuzuschauen, wie per Hand die Vasen bemalt werden, wie Geschirr gedeckelt wird, wie die Decken gestempelt werden. Er verbindet die Schah-Moschee mit der Freitagsmoschee und er ist auch einer der größten Basare Irans und wurde überwiegend im 16. Jahrhundert errichtet. Der Basar hat viele Eingangshallen. Seine Haupteingang ist die Kessari-Pforte auf der nördlichen Seite des Vedon-Imam. Das haben wir auch unten, habe ich schon gesehen, ausgestellt an den Ständen. Beispiele dieser Teller, die Decken. Ist eine Widerspiegelung der Decken in den Moscheen. In Isfahan finden Sie viele schöne und traditionelle Restaurants. Eines der schönsten ist das Shahzad. Dort kann man wirklich sehr gut essen. Mohi. Das ist Fisch aus Bandaras. Bankkathedrale. 1598 wurde Isfahan zur Hauptstadt, wie schon genannt, des Safavidenschahs Abbas I. Er holte sehr viele Künstler in diese Stadt, unter anderem vor allem christliche Armenier.
Er räumte ihnen weitreichende Garantien und Vorzüge ein. Vorwiegend kamen die Armenier aus Jolfa. Deshalb nennt sich dieser Stadtteil auch in Jolfa. Und eine der schönsten ist die Wangkathedrale. Diese Kathedrale vereint christliche Architektur mit persischer islamischer Ornamentik. Yeah!